Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Heute machen wir wieder einen Cocktail aus dem Savoy Cocktailbook von 1920. Dieser Drink wurde entwickelt, um Crème de Cassis zu promoten. Und ja, das ist ein Parisienne Martini, den ich heute mache. Und wenn du mal sehen willst, wie der geht, dann bleib doch einfach mal dran. Wir starten mit 4 cl an Gin, geben darauf 4 cl an Crème de Cassis. Und nehmen 3,5 cl Vermouth Extra Dry. Und jetzt wird alles ordentlich geschickt. Bevor wir es abseihen, einmal noch den Rand einreiben mit Zitronenzeste von innen und von außen. Und dann seihen wir alles drauf ab. Zitronenzeste ist schon drin zum Garnieren. Dann haben wir einen richtig schönen Drink. Und das hier ist der Parisienne Martini. Und wir riechen einmal. Du hast das volle Aroma von dem Cassis, also von der schwarzen Johannisbeere. Wir probieren es auch einmal. Ja, auf jeden Fall richtig schönes Aroma davon. Es kommt noch sehr durch. 9 Punkte für das Aroma, 9 von 10 in dem Martini. Je nachdem, welchen Gin du nimmst, ist natürlich ein bisschen schwächer, ein bisschen stärker. Ich finde, der, den ich hier drin habe, ist super da drin. Ja, und farblich würde ich sagen recht dunkel, gibt auf jeden Fall eine 8, auf jeden Fall ein tief schön rotes Farbbild hat es hier. Und dann bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.